Du suchst ein kompaktes PC-Gehäuse mit gutem Airflow, dann könnte das NZXT H5 Flow genau das Richtige für dich sein. Was es kann, erfährst du in diesem Video. Hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um den PC. Und heute mal wieder, wie im Titel schon zu erkennen, um ein fantastisches Gehäuse, Unboxing und Test, und zwar zum NZXT H5 in der Flow Edition. Ich habe das schon mal in der Elite-Version verbaut, da aber vergessen, Unboxing aufzunehmen, deswegen jetzt die Flow Edition. In dieses Gehäuse soll ein fantastischer Gaming-PC reingebaut werden auf Luftkühlungsbasis für ja, rund 2K. Da hinten siehst du ein paar Komponenten, 4070 Ti, 58X 3D und so weiter. Das Video dazu findest du übrigens hier oben. Aber erstmal wollte ich mir natürlich mit dir das Gehäuse angucken. Ich muss es ja so oder so auspacken. Wie du siehst, wir haben hier schon ein Feature auf dem Bild abgebildet. Ist ganz cool. Ich hatte damals in diesem anderen PC auch einen Radiator in die Front eingebaut und dann hilft dieser Lüfter hier unten dann der Grafikkarte Luft zuzufächern. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. So, in schwarz ist es und wir sehen auch schon die Front Flow Edition, deswegen natürlich auch ja, gelöchert und nicht irgendwie Glasscheibe oder sowas. Denn auch der 58X 3D, wer es noch nicht weiß, der wird bekanntlich heiß. Gehäuse wiegt jetzt nicht so viel, was stand auf dem Karton drauf, irgendwas mit 7 Kilo. Also was heißt wiegt nicht viel, ne? Ich sag mal, normales Gewicht. Ne? Es ist natürlich schon etwas ein höherwertiges Gehäuse. Kein irgendwie Billigheimer. Ja, und hier steht es schon in seiner ganzen Pracht. Hier die Front ist natürlich alles immer schwarz. Deswegen bevorzuge ich auch gerne für Videos weiße Gehäuse. Aber der, ja, wie heißt der, glaube ich, Lukas, für den ich den PC baue, der wollte halt ein schwarzes Gehäuse. Ne? Da muss man halt nehmen, was man kriegen kann. Ne? Ja, also. So sieht's aus. Wir öffnen mal hier die Seitenabdeckung. Also jetzt ist hier nichts gedämmt oder so, aber ja, solide Materialstärke, wie man das so von NZXT auch kennt. Dann haben wir hier schon das Zubehör, vermutlich. Das gucken wir uns dann gleich nochmal separat an. Sehe ich hier schon, können wir natürlich dann auch die SSDs da drauf bauen. Hier eine und da wohl eine, also 2,5 Zoll Laufwerke. Die heutzutage dann noch verbauen will und die dann noch hat von früher. Mittlerweile sind ja die SSD-Preise so im Keller, dass es nicht mehr lohnt, außer jetzt, ich sag mal, irgendwie 4 Terabyte oder so. Und dann haben wir hier unsere Frontanschlüsse. Wir können uns auch erstmal kurz die Anschlüsse, kann ich dir zeigen. Also wir haben hier, es auch so ein bisschen NZXT-typisch, sehr minimalistisch gehalten und dann halt von klein nach groß werdend. Würde ich mir jetzt als ersten Kritikpunkt schon mal wünschen, dass hier noch ein zusätzlicher USB 3.0 wäre. Wäre mit Sicherheit nicht verkehrt. Auf jeden Fall haben wir hier einen kombinierten Kopfhörer-Mikrofon, ein USB-C, ein USB 3.0 und den Power-Taster. Und diese Anschlüsse müssten wir dann natürlich hier wiederfinden. Also wir haben hier den HD-Audio, dann haben wir einmal USB 3.0 mit einer Ader nur, weil wir auch nur einen Anschluss haben. Dann haben wir hier den USB Type-C bzw. USB QR-Header auf dem Mainboard. Dann haben wir hier noch einen, ja, einen Lüfteranschluss. Ist da ein Lüfter irgendwo drin? Ach so, das ist der Lüfter, der hier unten wahrscheinlich drin sitzt. Also ein Lüfteranschluss und dann ja, ein Frontpanel-Anschluss, komplett als einen Stecker. Macht es halt für viele einfacher, die da Probleme mit haben, den anzuschließen. An diesen Stecker sind übrigens dann nur 4 Adern dran. Das heißt, irgendwas fehlt von Power, Reset, HD-LED und Power-LED. Es ist so angeschlossen, die ersten hier außen sind Power, also On-Off. Und daneben ist dann die Power-LED. Wäre zu überlegen, ob man das vielleicht auf HD-LED umklemmt. Das geht auch. Zusätzliche Laufwerksschächte oder so haben wir jetzt nicht drin für 3,5 Zoll Festplatten. Ich vermute aber, dass das hier die Maße sind für eine 3,5 Zoll Platte. Wir könnten mir nachher auch mal eine Anleitung sehen, aber ja, das wird es sein. Ja, also da kann man 3,5 Zoll draufschrauben, das wären dann diese beiden. Also das wäre theoretisch möglich. Also eine normale HDD könnte man hier einbauen. Und natürlich auch hier ja, eine HDD im 2,5 Zoll Format oder halt eine SSD. Ansonsten haben wir hier unten nur Platz fürs Netzteil.
Und wenn ich da jetzt so die großen Kandidaten überlege, die 20 cm tief sind, die würden dann bis hierhin gehen. Ja, das würde auch noch funktionieren. Da würde man auch noch die Kabel hinten dran kriegen. Etwas kürzer ist natürlich immer vom Einbauen einfacher. Ja, dann haben wir hier auch noch, auch NZXT typisch, hier so ein paar Klettkabelbinder, um das nachher das mit dem Kabelmanagement geregelt zu kriegen. Hier kommen dann halt die Kabel von den ganzen Frontanschlüssen raus. Und was haben wir unten drunter? Auch sehr schön, zwei Staubfilter mit Fliegennetz, also Feinstaubfilter, wie manche auch sagen. Also ich finde die natürlich immer mit am besten, weil die am besten den Staub rausfiltern. Einmal fürs Netzteil und dann hier in der Front dann nochmal für den ansaugenden Lüfter, der der Grafikkarte Luft zufächert. Schön gelöst. Dann Seite, da machen wir die auch mal los, was da so abgeht. Das funktioniert hier nur mit einer Schraube, also es ist wahrscheinlich hier geklickt, genau. Es geht ein bisschen schwer, Scheibe natürlich getönt, sieht man. Ich halte es nochmal hier gerade hin, ne? Also das Licht ist natürlich dann auch in dem PC alles so ein bisschen gedimmt, muss man immer wissen. Ist aber bei vielen Gehäusen so gerade in schwarz, dass dann oft die Scheiben halt getönt sind. So, und dann drin auch alles schön matt schwarz. Also war wirklich matt. Das ist ja alles so ein bisschen so, also diese angeraute Oberfläche, die sieht cool aus, hat aber meistens immer den Nachteil, dass wenn man hier irgendwie was am Bauen ist oder so, dass man dann immer nachher seine Fingernagelspuren abwischen muss. Also es fühlt sich halt an immer wie Schmirgelpapier. Ist aber dafür sehr clean vom Look. Dann haben wir hier hinten auch noch einen Lüfter drin verbaut, 120er. Der ist auch nur DC gesteuert, also wie der untere hier, der Turbinenlüfter. Ist aber jetzt erstmal auch nicht so schlimm. Ich meine, in den meisten Fällen tauscht man das eh aus. In diesem Fall wird es auch ausgetauscht. Es kommen zwei nochmal oben rein, ein anderer hinten und vorne kommen auch nochmal zwei rein. Da kommen wir auch gleich zur Front. Wie geht die denn nochmal los? Einfach ziehen. Ja. Genau, einfach ziehen und hier auch, das finde ich auch wieder super, dass wir nicht nur hier vorne diese einfachen Löcher haben und dann geht das alles durch, mehr oder weniger, sondern auch hier hinten drin einen herausnehmbaren Fliegennetz-Staubfilter, also so ein Feinstaubfilter, also richtig schön gelöst hier, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ja, dann sehen wir vorne schon, 120er Lüfter können wir reinmachen und 140er. Dementsprechend gehen auch Radiator rein, 240er oder auch ein 280er Radiator. Im Deckel passt dann auch 120. Ja, haben wir hier nur 120er Lüfter. Sollte auch mit dem Radiator relativ gut gehen. Das kann man von oben sehen. Da können wir auch noch mal kurz auf den Staubfilter eingehen, der hier dann auch oben drauf liegt. Ein magnetisch gehaltener. Der ist halt ein bisschen relativ einfach gehalten, ne? Aber ja. Ich sag mal, funktional ist der halt auch. Und ja, hier können wir sehen, dass, sage ich mal, die Befestigungsmöglichkeiten hier vom Mainboard her weg sind. Hier ist ja das Mainboard, hier ist die Slotblende. Das heißt, wenn wir hier oben Radiator einbauen würden, dann würden wir nicht mit den Mainboard-Komponenten kollidieren, sondern der würde dann mehr oder weniger ein bisschen vor dem Mainboard hängen, da das Mainboard hier relativ weit oben festgeschraubt wird. Also das heißt, wir haben da oben nicht ganz so viel Spiel und somit würden jetzt ein bisschen so die Lüfter oder so vorm Mainboard dann hängen, wenn hier eins drin ist. Ne? Mainboard-Aufnahme auch ganz klassisch hier. 9-Punkt-Befestigung, also für ganz normal ATX-Board geht natürlich auch Micro-ATX. Slotblenden haben wir 4, 7 Stück. Auch schön alles dicht gehalten. Somit ziehe ich auch natürlich nicht irgendwo falsche Luft großartig rein. Ja, dieses hier, da können wir jetzt ein bisschen drüber streiten, ob das irgendwie cool ist. Diese Schiebedinger. Ich finde es jetzt nicht so geil, aber ja, gut. Kann man machen, muss man halt abschrauben. Könnte ich jetzt hier die Slotblenden rausschrauben. Dann hier unten das Feature. Hier kann man es gut sehen, die Turbine. Auch wie hier von unten dann die Luft angesogen wird, heißt,
wenn ich jetzt hier auch selbst, wenn ich einen 280er Radiator hier drin habe, der hier mehr oder weniger warme Luft ja ins System dann reinbringt, wenn ich vorne die Luft dann natürlich auf ansaugend mache, was natürlich dann Sinn macht, habe ich hier immer noch diese Option, dass dieser Lüfter mir dann nochmal die Grafikkarte frische Luft zufächert, was dann halt nicht verkehrt. Ja, es ist relativ kompakt in den Abmaßen, dementsprechend spiegelt sich das dann halt auch wieder. Ich gucke nochmal in die Anleitung. Ich meine, es waren irgendwie 165 mm CPU-Kühlerhöhe, was normal ist. Also in der Breite ist es ja auch ein bisschen breiter. Aber in der Tiefe halt nicht so. Und wenn ich da jetzt eine Gott weiß wie lange Grafikkarte einbauen will, beziehungsweise in Kombi mit einem Radiator, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen kritisch. Ich habe ja in meinem letzten Bild, ich blende das mal gerade ein, da passte das genau, also wirklich genau, da waren noch irgendwie 2 mm Luft oder so mit Radiator in der Front. Das muss man dann vorher ausmessen und das werden wir jetzt auch tun. Was gibt der Hersteller hier an? Also CPU-Kühlerhöhe 165 mm, wie ich schon gesagt habe, Grafikkartenlänge bis max 365 mm, also 36,5 cm. Jetzt schauen wir mal, ob das mit oder ohne Radiator gerechnet ist. So, jetzt gucke ich mal. Ja, dieses Maß ist auf jeden Fall gerechnet ohne Radiator in der Front. Also du siehst, wir sind jetzt hier so bei 36, es ist ein bisschen mehr, es sind 36,7, sowas um den Dreh. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber wenn du jetzt einen 27 mm Radiator hast, was die meisten Arios so haben, die sind 27 mm dick, das steht aber auch immer dabei, oder 28, dann müsstest du die davon noch abziehen, um dann zu wissen, ob deine Grafikkarte nachher da reingeht oder nicht. Ne? Und wenn du es wirklich auf einen Millimeter genau machst, wird es auch schwierig, weil dann musst du ein bisschen fummeln, weil du die Grafikkarte, ich versuche es mal so zu erklären, die musst du ja, wenn du jetzt so eine lange Grafikkarte hast, dann kannst du die jetzt erstmal so nicht einbauen, weil dann hier der Radiator im Weg ist. Die musst du ja dann schräg halten. Das muss natürlich auch alles passen und dass du das dann hier irgendwie dann da reinkriegst. Ne? Also da einfach, wie gesagt, die Zahl abziehen, der Radiatordicke und noch ein bisschen plus rechnen. Ich meine, die 36,5, das passt. Ich habe ja gesagt, sind 2-3 mm, sind es mehr. SSD, wie eben schon erkannt, also ich kann eine 3,5 Zoll einbauen und eine 2,5 Zoll oder die 3,5 weglassen und dann zweimal 2,5 Zoll. Frontanschlüsse auch soweit klar. Dann schauen wir nochmal hier, ob hier noch irgendwie was Special-mäßiges beisteht. Nö. Okay, diesen Seitensteg, den kann ich jetzt noch rausbauen. Ja, Radiator steht auch so in der Anleitung, wie ich es schon gesagt habe. Lüfter müssen nach vorne, dann kommt die Abdeckung. Die kann man halt auch dann rausnehmen. Um das dann halt ein bisschen einfacher zu gestalten hier. Also die kannst du hier ganz einfach rausnehmen. Kannst du deine Lüfter da drauf schrauben und beziehungsweise deinen Radiator. Aber Lüfter müssen hier hin, Radiator auf die andere Seite. Also somit dann, wie gesagt, eben Radiatorfläche abziehen oder Dicke besser gesagt. Dann nochmal zusammenfassend Lüfter. 120 passt hier rein, 120, 120 vorne, jeweils 140. Und dieser Lüfter ist auch ein 120er, der hier unten drin ist. Dementsprechend kann ich hier auch 280er Radiator reinmachen oder kleiner 240er, 120er und oben halt nur ein 240er und so weiter. Oder auch halt ein 120er. Den reinpustenden Lüfter, den kann man auch wohl ausbauen. Der ist hier befestigt. Da haben wir hier zwei Schrauben. Okay, als zusätzlichen Step muss ich dann noch diese Blende abmachen, sonst kriege ich das nicht ganz hochgedrückt. Dann mache ich das auch nochmal. Die innen drin ist. Die ist hier mit vier Schrauben verschraubt. Dann habe ich jetzt hier einmal die Blende, die ich noch rausnehmen kann. Für irgendwelche Montagearbeiten oder sonst irgendwas. Ansonsten erschließt sich mir das nicht. Also in dem Fall jetzt, weil wir diesen Lüfter rausnehmen wollen. Und dann sollte ich den hier rausbekommen. Ah, so. Ist der Lüfter natürlich nur hier dran angebunden. Aber somit kann ich diese kleine Turbine hier rausbauen. Und der Lüfter ist jetzt hier auch in dem Fall
Ganz normal wahrscheinlich 25er Dicke, ne? Ja. Also es ist ein Standardlüfter, theoretisch könnte ich den jetzt auch austauschen gegen einen ja, PWM-Lüfter oder von mir aus auch gegen einen RGB-Lüfter. Das wäre jetzt auch gar kein Problem, der ist hier ganz normal verschraubt mit Kreuzschrauben. Ja, auch interessant, das geht auf jeden Fall relativ easy. Ich habe hier immer noch so ein kleines Stück ist hier immer noch drin, welches ich aber auch rausschrauben kann. Das ist hier auch nochmal mit einer Schraube befestigt, hier dieser Winkel. Und ja, somit hätte ich jetzt natürlich auch die Möglichkeit, wie gesagt, den Lüfter zu wechseln, wenn da Bedarf ist. So, dann schauen wir uns noch mal kurz das Zubehör an, was wir hier denn noch vorfinden. Ja, eine Menge Schrauben. Leider gar keine Kabelpeitsche mehr. Also ja, ein paar Kabelbinder. Auch. Die sind, ehrlich gesagt, sind die zu kurz. Ne? Also ich habe diese Länge, 150er, das sind wohl 100er. Also 150 macht es deutlich einfacher zum Arbeiten als diese kurzen. Die sind definitiv zu kurz. Und dann haben wir hier, ja, ein Paket Schrauben. Also sonst war immer auch oft bei NZXT-Gehäusen nochmal so eine Kabelpeitsche dabei, um nochmal Kopfhörer, Mikrofon aufzuteilen für den Front-Audio-Jack. Aber ja, ist jetzt hier nicht mehr dabei. Dafür haben wir jetzt hier, ja, Feingewindeschrauben, Grobgewindeschrauben, Lüfterschrauben. Nochmal ein Stand-Off und so ein Tool, um die Stand-Offs rauszudrehen, also fürs Mainboard. Und hier sind Schrauben fürs Netzteil, die wir auch mal beim Netzteil dabei sind. Wie gesagt, dann haben wir hier Lüfter und ja, Feingewinde für SSD und so weiter. Und die Grobgewinde werden wahrscheinlich fürs Mainboard sein. Ne? Ich gucke mal gerade rein. Ja, Grobgewinde, diese sind fürs Mainboard. Also wahrscheinlich werde ich mir diese Tüte brauchen. Genau. Und natürlich Grobgewinde auch für HDD-Montage. Einem allen ein wunderschönes Gehäuse auf dem ersten Eindruck. Was auch noch wunderschön wäre, ist, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest, denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos und somit würdest du dann auch, wenn du noch die Glocke aktivierst, keine weiteren geilen Unboxings, PC-Builds etc. verpassen. Und PC-Build ist nämlich ein gutes Stichwort. Ich baue nämlich jetzt im Livestream auf twitch.tv/bastelnerd, falls du da noch nicht folgst, diesen fantastischen PC zusammen. Zusammenschnitt siehst du jetzt und dann gibt es gleich nochmal mein finales Fazit zum Gehäuse, denn das ein oder andere fällt vielleicht nochmal beim Zusammenbau auf, wo es gehapert hat oder was halt auch positiv in Erinnerung geblieben ist. Also, bis gleich. Und damit ist dieser PC fertig gebaut. Und nun zum Fazit, zum NZXT H5 Flow. Ja, es sind mir so ein paar Sachen aufgefallen beim Zusammenbau beziehungsweise nachher während des Betriebs. Positiv hervorzuheben, erstmal der Airflow, absolut top. Ich habe die Scheibe abgehabt, das System aufgeheizt, die Scheibe dran gemacht und die Temperatur ist nicht gestiegen. Also top, Airflow funktioniert hier ganz fantastisch mit den 240ern, die ich da jetzt drin verbaut habe. Und ja, der 120er, der unten drin ist und dann nochmal
3x120, die als ausblasende Lüfter hier fungieren. Dann auch positiv hervorzuheben, wir haben hier richtig viel Platz auf der Rückseite für Kabelmanagement. Das ist in, ja, ich sag mal, in dieser MIDI-Tower-Klasse auch nicht immer gegeben. Von daher gefällt mir das auch sehr, sehr gut. Dann kommen wir mal so zu ein paar Punkten, die mich so ein bisschen gestört haben da dran. Frontanschluss, okay, weiß man, wenn man das Gehäuse kauft, ist ein bisschen mager ausgestattet, hatte ich ja schon im Unboxing gesagt. Dann natürlich Festplattenkapazität, wenn man jetzt HDDs hier einbauen will, dann ist man so ein bisschen eingeschränkt. Ich habe hier Platz für eine und ja, eine SSD und ein Festplattenkäfig und so haben wir natürlich nicht, wegen diesem ansaugenden Tunnel da unten nochmal. Das sollte man vorher wissen, spielt aber ja für einen Gaming-PC eher so eine sekundäre Rolle, gerade jetzt bei neuen Mainboards mit den ganzen vielen M2-Steckplätzen. Dann natürlich zu beachten, die Länge der Grafikkarte. Das hatten wir ja im Unboxing auch schon nachgeguckt und ich habe jetzt hier ohne Radiator kriege ich ja so Grafikkarten rein bis 36 unten. Ansonsten müsste man natürlich halt die Radiatordicke abziehen. Also eine 4090 mit Radiator in der Front wird wahrscheinlich eher nicht passen. Kommt immer ein bisschen aufs Modell an. Aber auf jeden Fall sollte man das halt auch beachten. Dafür hast du natürlich auf der anderen Seite ein sehr kompaktes Gehäuse und nicht irgendwie einen riesen Trümmer. Das ist natürlich der Vorteil, wenn das so ein bisschen alles kompakter ist, aber dennoch Platz bietet. Ja, was auch schön ist, dass wir hier oben auch einen 240er Radiator reinkriegen würden, ohne Probleme. In diesem Fall habe ich ja jetzt hier einen Luftkühler drin und der passt hier auch ganz fantastisch rein. Wir können ja bis 165 mm Luftkühler reinbauen. Also es ist so meistens so das, was so der gängige Standard ist. Viel höher gibt es nicht. Was mir dann trotzdem noch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, sind die mitgelieferten Lüfter. Den Hecklüfter habe ich ja sowieso sofort ausgebaut, weil ich da ja hier einen RGB-Lüfter eingebaut habe. Aber der hier unten drin ist, der war so komisch immer am Vibrieren. Also wenn ich hier immer mit dem Finger drauf gedrückt habe, dann war diese Vibration weg und der hat auch extreme Lüftergeräusche gemacht. Das ist jetzt hier der lauteste Lüfter an diesem ganzen System. Du siehst, die anderen Lüfter laufen relativ langsam. Nur diesen hier, den kann ich halt nicht einstellen, weil der halt nur DC ist und der macht auch ein, ja, gibt eklige Vibrationen ab. Und deswegen habe ich dann da noch ein Arctic. Oder ist die Anleitung da rausgeflogen? Ein Arctic F12 unten eingebaut. Der ist deutlich leiser und macht auch gut Wind. Und somit habe ich das Problem gefixt. Also es besteht ja die Möglichkeit, da unten einen anderen Lüfter einzubauen. Also das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Denn ich habe, als ich den PC hier stehen hatte und dann so getestet habe, Lüfterkurve eingestellt. Ich sage, welcher Lüfter ist denn so laut? Was ist das für ein komisches Geräusch? Und das war tatsächlich der lauteste Lüfter, war halt der hier, weil der auch irgendwie so komische Vibrationen abgegeben hat. Ich habe jetzt einfach einen anderen eingebaut. Jetzt ist Ruhe im Karton, solltest du wissen. Ist ein bisschen auch schade, aber auch momentan, ich sag mal so bei vielen Gehäuseherstellern, so der Way to go, dass man, ich sag mal, vernünftige Gehäuse macht, aber dann irgendwelche einfachen Lüfter dabei packt. Zumal der ja auch, der mitgelieferte, nur DC steuerbar war, also nur über Spannung regelbar. Und da konnte ich den halt über den Mainboard nicht unter 60% regeln. Deswegen hat der vielleicht auch ein bisschen schneller gedreht und war auch so komisch dann diese Vibrationen da abgegeben. Dieser hier, der ist ja jetzt PWM gesteuert und ja, dann kann ich den natürlich auch vernünftig einstellen. Also das so ein bisschen Kritikpunkt. Ansonsten wirklich schönes, super solides Gehäuse, gefällt mir sehr gut. Schlichtes Design, vernünftige Staubfilter auch hier für den Lüfter, fürs Netzteil. Wir haben oben drauf einen magnetischen Staubfilter. Ja, also allen im allen, meine Empfehlung hat's. Die Kritikpunkte habe ich dir mitgeteilt. Und wenn du Interesse hast an diesem Gehäuse oder generell wissen willst, was in diesem PC verbaut ist, Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasse doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist kostenlos und somit ein einfaches Mittel, dem Bastler nur Danke zu sagen und Glocke auch noch aktivieren, um keine weiteren geilen PC-Builds zu verpassen, wäre auch ganz nice. Und dann sehen wir uns, bis gleich.